Weniger laufen, schneller werden. Was viele immer nicht glauben, kann funktionieren, kann aber nur funktionieren mit der richtigen Taktik. Ich gebe euch mal 3 Punkte mit, wie ihr dieses ganze Konzept für euch integrieren könnt. Erstmal eine kleine Einführung in das ganze Thema. Laufen ist eine Disziplin, die sehr anspruchsvoll ist, gerade so für euer Herz-Kreislauf-System, aber eben auch so für euer muskel-skeletales System. Und für viele Menschen macht es nicht Sinn, direkt ins Laufen einzusteigen und sehr, sehr viele Sessions einfach auch im Laufen zu absolvieren, weil es sehr schnell dazu führt, dass es zu Problemen kommt. Dass es gerade so zu Problemen kommt im muskel-skeletalen System. Also Bänder, Sehnen, Knochen. Und da kann es auch schnell passieren, dass man eben Verletzungen entwickelt und dass man vielleicht auch gar nicht so ganz es schafft, seine Leistungsfähigkeit richtig aufzubauen. Und dann kommt es nicht selten vor, dass Menschen sich für einen Halbmarathon anmelden, für einen Marathon anmelden, vielleicht auch erstmal für einen 10K anmelden, dann aber schnell merken, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das deswegen nicht, weil einfach mein Knochenapparat runtergeht, weil ich mich verletze, weil ich auch vielleicht nicht so ganz die Fortschritte mache, die ich machen möchte. Ganz häufig ist es sogar so, dass Menschen dann sogar das Gefühl haben, dass sie gar keine Fortschritte machen und zwar auch gerade so in der Base gar keine Fortschritte machen, weil es für sie super schwierig ist, zum Beispiel ein Low-Intensity-Training einfach auch im Laufen zu absolvieren. Das hat damit zu tun, weil eben die Auslastung so hoch ist im Laufen. Wie kann das aber funktionieren, dass du vielleicht jetzt probierst, eher weniger zu laufen und dass du trotzdem langfristig gesehen für dich schneller wirst? Das ist ein Konzept, das ist vor allen Dingen wichtig für Anfängerathleten, ist aber auch für Intermediates oder für Leute aus Multisportdisziplinen, wie zum Beispiel im HYROX oder Triathlon, sehr, sehr gut anwendbar. Punkt Nummer 1 ist, wie du das für dich umsetzen kannst, ist, dass du dich auf jeden Fall auf Zone 2 Sessions fokussierst. Zone 2 ist so der Motor, es ist so die Grundlage, die du aufbauen solltest und es ist der sogenannte Low-Intensity-Bereich. Der Low-Intensity-Bereich gliedert sich in 2 Zonen. In die erste Zone, das ist so aktive Regeneration, das macht man eigentlich fast gar nicht im Laufen oder nur wirklich absolute Weltklasse-Athleten machen das im Laufen. Und dann eben so diese Zone 2, wo man sagt, das ist so die Basis, das sorgt dafür, dass du deine Mitochondrien gut aufbaust und dass du auch so dein Herz-Kreislauf-System richtig nach vorne bringst. Hier kannst du daran arbeiten, dass du vielleicht andere Ausdauerdisziplinen benutzt, wie Laufen, zum Beispiel das Radfahren oder auch Rudern. Das sind beides Disziplinen, die sind sehr, sehr gut auch für Anfänger geeignet, um eben dieses Zone 2 Niveau aufzubauen. Gerade so Radfahren, Radsport ist eben sehr, sehr gut geeignet, weil man da sehr gut auch so diese Intensität kontrollieren kann. Kontrollier dich da vor allen Dingen mit Herzfrequenz, kontrollier dich da vor allen Dingen mit deinem Körpergefühl und das sollte sich so im Zone 2 Bereich locker bis moderat einfach anfühlen. Oder wenn man hier zum Beispiel sagt, Radfahren, Herzfrequenz, alles eigentlich so unterhalb von 75% deiner maximalen Herzfrequenz. Habt ihr auf jeden Fall auch richtige Trainingszonen, das ist auch essentiell wichtig. Also du musst für dich das richtig umsetzen und du musst auch Trainingszonen wirklich haben, weil nur wenn du anständige Trainingszonen hast, wird das Ganze auch für dich funktionieren. Du findest auf dem Channel auch da noch weitere Videos einfach zu, wie du deine Trainingszonen auch richtig bestimmst. Punkt Nummer 2 ist, wie du das für dich aufbauen kannst und wie du schneller werden kannst im Laufen, dass du einen Fokus setzt auch so auf die Athletik und auch dann, wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist, auf maximale Kraftsessions und dann noch auf plyometrische Übungen. Athletisches Fundament, athletisches Niveau, dass du stark bist in deinem Stamm, dass du stark bist in deinem Rumpf, ist essentiell, damit du Fortschritte machst. Ganz viele Läufer haben eine ganz furchtbare Technik und ganz viele Läufer haben eine ganz furchtbare Athletik. Und das sieht man immer dadurch, dass dann zum Beispiel die Hüfte auf den Boden sinkt nachher auch, dass man immer müder wird, dass man auch seine Extremitäten, also seine Beine nicht richtig einsetzen kann und seine Arme, um einfach guten Vortrieb zu erzeugen. Und das ist einerseits sehr schlecht für deinen Speed, also du wirst dann nicht wirklich schnell werden im Laufen. Das ist andererseits aber auch wirklich nicht so wirklich gut für deine Verletzungen und deine Verletzungsprophylaxe, weil es entwickeln sich dann Bewegungsmuster, die nicht gut sind und die dazu führen, dass du mehr Stress hast, gerade auf dem Sprunggelenk oder auf deinem Knie, auf deiner Achillessehne. So entwickeln sich halt viel schneller Chin-Splints, so entwickeln sich Probleme einfach mit deinem Knie oder auch zum Beispiel Achillessehnenverletzungen werden dann einfach immer wahrscheinlicher. Deswegen arbeite daran, dass du eine gute Athletik hast, dass du eine gute Stammmuskulatur hast, also den ganzen Rumpf abdecken kannst. Und dann, wenn du fortgeschrittener bist im Krafttraining, absolviere maximales Krafttraining. Das hat sich in Studien gezeigt, gerade so, wenn man es isokinetisch macht, also wenn man halt die Beine unterschiedlich einfach da auch benutzt, dass das einen sehr großen Impact hat, also sehr, sehr, sehr großen Effekt hat auf deine Leistung, auf deine Leistungsfähigkeit. Und gerade Ausdauersportler profitieren enorm davon, wenn sie anständiges Krafttraining
auch bei sich integrieren und gerade auch vor allen Dingen Anfänger. Das hat auch noch einen sehr, sehr guten Faktor so auf das Thema Longevity, also Langlebigkeit, dass du lange gesund bleibst. Da ist Krafttraining auch ein sehr wichtiger Faktor, weil es dir hilft, einfach deine Athletik zu verbessern, deinen Bewegungsapparat und aber auch so deinen Stoffwechsel langfristig zu optimieren. Letzter Faktor hier sind dann noch so plyometrische Übungen. Was sind das ganz genau? Plyometrische Übungen sind Schnellkraftübungen, sind Übungen, die dir halt helfen, dabei sehr schnellkräftig nach vorne zu kommen. Es sind Sprünge, es sind Kastensprünge, es sind irgendwie schnelle Antritte. Und das würde ich dir auch empfehlen, mit einzubauen in dein Training, langfristig das Ganze zu steigern, weil es dir auch nochmal dabei hilft, deine Technik nach vorne zu bringen. Und dann brauchst du auch gar nicht so viel Volumen, sage ich mal, generell im Laufen, um dann einfach hier auch Fortschritte zu machen. Letzter Punkt ist dann, dass du Key Sessions, also dass du sogenannte Schlüsseleinheiten im Laufen einbaust und dass du dich auch eher so im Laufen auf die Key Sessions fokussierst. Das bedeutet, mach eher so Zone 2 Sessions als Anfänger, Anfängerin, vor allen Dingen so Rad, Rudern in dem Bereich. Wenn du fortgeschrittener bist, sind hier auf jeden Fall auch Laufen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber guck auf jeden Fall, dass du hier vom Körpergefühl und von der Herzfrequenz her nicht drüber kommst. Dass du nicht über, sag ich mal, einen bestimmten Herzfrequenzwert einfach kommst. Und dass du dann probierst, das eher im Rad oder Rudern einfach umzusetzen. Key Sessions kannst du dann aber auch natürlich mehr im Laufen einbauen, weil du hier dann nicht mehr so ganz diese Begrenzung hast durch die Herzfrequenz und du hier natürlich auch dein muskel-skeletales System nach vorne bringen sollst, deine Technik nach vorne bringen sollst und dann auch guckst, wie du zum Beispiel auch wettkampfmäßig das abrufen kannst. Das heißt, Schlüsseleinheiten sind Sessions, die vor allen Dingen so im Wettkampf-Pace stattfinden. Ich sage jetzt mal so Halbmarathon zum Beispiel, lauf mal 5x einen Kilometer, lauf mal 5x eine Meile, im Halbmarathon-Wettkampftempo und guck, wie sich das für dich so anfühlt, zum Beispiel mit 3 Minuten Trabpause dazwischen. Key-Sessions sind dabei vor allen Dingen so im Medium-Intensity-Bereich, also dem Bereich, den du über einen langen Zeitraum halten kannst, ich sag mal so 40 Minuten, eine Stunde. Das sind vor allen Dingen Key-Sessions, die du hier absolvieren wolltest, meistens in Intervallform oder auch zum Beispiel Tempo-Dauerlaufform oder auch zum Beispiel progressiver Dauerlauf. Progressiver Dauerlauf heißt, du startest ganz entspannt und entwickelst dich dann innerhalb der Session immer schneller. Du solltest es aber bewusst machen, weil viele Leute machen einen progressiven Dauerlauf, wenn sie eigentlich eine Zone 2 Session machen solltest. Deswegen, hab das für dich klar, so, es gibt unterschiedliche Sessions, es gibt die Low Intensity Sessions, es gibt dann aber auch Medium Intensity Sessions, was dann eher so Intervalle sind, Tempo Dauerlauf, progressive Dauerläufe. Dabei auch nochmal für dich, wichtig ist, Medium Intensity Sessions sind wichtiger wie High Intensity Sessions. Wie und als ist immer so ein bisschen mein Problem, wie ihr schon merkt. Auf jeden Fall, Medium Intensity Sessions sind wichtiger als High-Intensity-Sessions, weil ihr hiermit einfach mehr an eurer Ökonomie arbeitet. Und in Studien hat sich gezeigt, dass High-Intensity-Sessions im Laufen gar nicht so effektiv sind. Sehr wahrscheinlich deswegen, weil High-Intensity-Sessions eben auch dazu gerne führen, dass man sich verletzt, dass man eben auch sehr stark den Bewegungsapparat stresst. Und dann kann man häufig auch nicht mehr ganz so gut trainieren danach. Ich habe zum Beispiel am Wochenende so eine High-Rock-Simulation gemacht, was aus Krafttraining und viel auch High-Intensity-Training so besteht im Laufen. Und ich muss sagen, jetzt ist irgendwie 5 Tage danach und ich habe immer noch das Gefühl, dass mein Bewegungsapparat immer noch ziemlich stark geschwächt ist und ziemlich stark auch so ermüdet ist. Das sind auch Dinge, die sind wichtig, um das Ganze wahrzunehmen. Also da auch wieder so der Punkt, Load, Trainingsbelastung ist wichtig, aber Regeneration ist genauso wichtig für euch. Daran müsst ihr arbeiten, dass ihr gute, qualitativ hochwertige Sessions absolviert. Und wenn ihr viel zu viel lauft und irgendwie viel zu viel probiert, hier irgendwie lockere Sessions zu machen, die sind aber eigentlich viel zu hart und ihr kriegt es nicht richtig umgesetzt, dann arbeitet an diesen 3 Punkten. Dann arbeitet daran, dass ihr Zone 2 Sessions eher Rad macht, Rudern macht, dass ihr gute Athletik einfach aufbaut und Key Sessions im Laufen. Sehr gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen oben da lassen. Wenn ihr den Channel abonniert, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis dann, euer Gudo. Ciao, ciao.